Heute bauen wir den wahrscheinlich coolsten CSS-Button-Effekt Ever. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es um CSS und zwar bauen wir einen CSS-Button-Effekt, der einfach, ja, ich finde ihn absolut awesome und den werden wir heute bauen. Das Ganze ist nicht wirklich schwer, deswegen auch nur zwei Punkte auf dem Thumbnail. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los, wie immer, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt. Ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Discord, da könnt ihr Fragen stellen, Fragen beantworten, der Community join, eine Runde zocken mit Gleichgesinnten oder einfach mal Hallo sagen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los, viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit dem, ja, das, was wir heute machen werden. Und zwar hier seht ihr schon den Button. Der Button ist ausschließlich mit CSS gebaut. Was heißt, es gibt kein JavaScript, sondern nur CSS bzw. SASS, und Klammern ein CSS-Preprocessor. Und natürlich könnt ihr diesen Effekt wie immer live ähm, euch auch allbewusst angucken. Und zwar ist er unten in der Videobeschreibung verlinkt auf CodePen. Dort könnt ihr das sehen und ein bisschen damit rumspielen. Ansonsten, ja, legen wir uns direkt mal ins Zeug und gucken mal, wie schwer es ist, so einen Button wirklich zu bauen. So und los geht's mit dem eigentlichen YouTube-Tutorial. Wie immer seht ihr hier meine Standard-Entwicklungsumgebung. Wir haben heute nur eine main und eine index -HTML, was heißt kein JavaScript, wie auch im Titelbild schon oder am Anfang erzählt. Prinzipiell könnt ihr natürlich meine Standard-Entwicklungsumgebung unten in der Videobeschreibung nachlesen, wenn ihr verstehen wollt, wie ihr aus diesen SAS-Files CSS-Files generiert und wie das alles hier im Hintergrund zusammen funktioniert und wie das hier auch aufgebaut ist. Prinzipiell brauchen wir das aber heute nicht, deswegen mache ich das einfach wieder zu. Unsere Index -HTML ist noch leer in unserer Main SASS ist halt nur mein Standard Boilerplate und eine Variable in SASS verlinkt, wo wir unsere Farben herbekommen. Ansonsten ja alles andere schreiben wir gleich hier drunter. Aber prinzipiell brauchen wir jetzt erstmal eine Index HTML, weil wir hiermit erstmal unseren Code generieren müssen, den wir überhaupt schreiben. Und das Wichtigste zuerst: Wir brauchen natürlich einen Button, weil wir wollen ja einen Button stylen. Was heißt wir schreiben Button, generieren uns den hier. Ups, das war so zu viel und schreiben hier einfach mal rein äh, f. awesome was heißt einfach der Text in einem Button und hier drin haben wir dann einen Span. Dieser Span hat eine Klasse, in unserem Fall sagen wir die Klasse äh, bubbles und hier drin haben wir noch mehr Spans und jeder dieser Span hat die Klasse bubble. So, das ganze kopieren wir uns jetzt einmal und fügen das 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal ein. Das heißt, wir haben diesen, dieses Element jetzt 10 mal. Man könnte jetzt natürlich hingehen, das Ganze, also diesen ganzen Effekt mit JavaScript dynamisch erstellen. Zum Beispiel, dass wir dem Button nur noch eine Klasse geben und alles weitere wird generiert. Das könnten wir in Zukunft auch gerne mal machen. Oder ja, das ein bisschen weiter anpassen. In unserem Fall, wenn wir mit CSS statisch arbeiten, haben wir leider nicht wirklich die Möglichkeit, dynamisch hier Elemente hinzuzufügen. Wir könnten natürlich mit After und Before, also mit den beiden Pseudo-Elementen, arbeiten und hier zwei Button, also zwei so Bubbles machen, die nach oben hin rausgehen oder sowas. In unserem Fall mache ich das jetzt mit Spans, weil wir mehr haben wollen, damit dieser Effekt wirklich cool wird. Ähm, ja, das ist halt ein ganz normaler Button. Wir sagen jetzt hier noch ähm, eine ID einfach, um das Ganze ein bisschen besser zu finden. Was heißt, wir sagen GUI-Button und damit können wir später, wenn wir mit JavaScript beispielsweise arbeiten würden, das Ganze mit einem Effekt belegen oder so etwas. Aber ja, hier können wir jetzt nicht sonderlich viel machen, außer das Ganze abzuspeichern. Und in dem Moment haben wir hier einen Button generiert. Und das nächste, was wir machen, ist, wir sorgen erstmal dafür, dass wir unseren Button ein bisschen schöner gestalten. Das heißt, wir sprechen hier unseren Button an in unserem SAS bzw. später in unserem CSS-File und sagen hier erstmal Padding 1REM, also ein bisschen Innenabstand. Das ist der Abstand quasi von der Schrift zur Button-Grenze. Dann die Font-Size, sagen wir einfach mal 2REM, das ist einfach die Schriftgröße. Wir sagen Border hat unser Button nicht, was heißt wir wollen diese Standard-Border einfach mal rausmachen. Wir sagen Color, also die Schriftfarbe Second, was heißt unser dunkler Hintergrund, den ich halt immer verwende. Wir sagen hier Position äh, Relative, was heißt, wir wollen später alle Spans mit Position Absolute anhand des Koordinatensystems des Buttons ähm, ja, darstellen. Deswegen muss unser Button die Position Relative Attribut besitzen. Und wir sagen Background Color. Und sagen hier Prime, das ist in unserem aktuellen Fall so ein Grünton, den ich gesetzt habe. Und das nächste, was wir machen, ist, ähm, ja, wir können hier noch Border Radius setzen, beziehungsweise, nee, das müssen wir gar nicht, das kommt später über unseren Filter. Und was wir auch machen wollen, ist wir sagen Fokus, ähm, in unserem Fall. Outline, none. Das kann man natürlich später, wenn man barrierefreiheit unterstützen will, besser gestalten. Ich finde das nur für dieses Tutorial einfacher, wenn man das hier einfach ausblendet und man nicht diesen komischen Rahmen hat, der da immer um zu ja, angezeigt wird. Prinzipiell haben wir jetzt unseren Button erzeugt, das ist ein ganz normales Button-Element. Viele von euch werden das schon mal gemacht haben. Und jetzt fragt man sich natürlich, okay, wie kriegen wir es hin, dort die Bubbles anzuzeigen? Wir haben ja hier, hier unsere jede Menge Span-Elemente in einer Klasse namens Bubbles. Und das werden wir jetzt hier drin natürlich, ups, das war falsch, ähm, hier drin weiter ausführen und sagen: Hier drin die Klasse Bubbles möchten wir ansprechen und sagen jetzt hier Position Absolute. Das heißt, wir möchten jetzt unsere, unseren obersten Span, also diesen Span hier, möchten wir jetzt genauso groß machen wie unser Button. Also egal wie groß unser Button ist, unsere Bubbles-Klasse bzw. der Bubble-Span soll genauso groß sein. Das heißt, wir sagen hier Top 0, Left 0, äh, Right 0 und Bottom 0. Damit, wenn wir das jetzt abspeichern und hier mit unserem Untersuchen-Tool reingehen, sehen wir jetzt, unser Bub äh, unsere Bubbles-Class ist genauso groß wie unser Button selbst. Das nächste, was wir brauchen, ist, äh, wir brauchen unsere einzelnen Bubbles. Und die befinden sich in unserer Bubbles-Class. Was heißt, wir sagen äh, Bubble. Und hier können wir jetzt sagen, okay, die haben eine Hintergrundfarbe. Und zwar ebenfalls Prime, was heißt dieser Grünton. Ähm, dann haben die einen Border Radius. Ähm, das hat den Grund, wir wollen, dass die rund werden. Und deswegen sagen wir 100%. Was heißt, egal wie groß unsere Bubble ist, immer 100%. Dann sagen wir ebenfalls, dass die Position, ups, Position absolute sind. Was heißt, wir wollen die ja später mit Top und Left positionieren. In unserem Fall sagen wir Top 0 und Left 0. Was heißt, wir positionieren alle Bands erstmal hier oben in der Ecke. Und anschließend sagen wir unsere Spans, weil das Inline-Elemente sind dass das bitte Blockelemente sind, sodass wir Weite und Höhe verwenden können. Und wir sagen Z-Index minus 1. Was heißt, wir wollen, dass diese Elemente hinter der Schrift sind. Deswegen brauchen wir diesen Z-Index. Und Z-Index funktioniert nur mit Position Absolute oder Relative Elementen. Und damit haben wir jetzt unsere Buttons generiert. Allerdings sehen wir jetzt hier, unsere Bubbles haben alle noch keine Größe. Die liegen zwar hier oben, wie man das sieht, in der Ecke, sind aber noch 0 Pixel hoch und 0 Pixel weit. Und um das ein bisschen zu verfeinern, machen wir uns jetzt ähm, ein bisschen SAS-Funktionalität zunutze. Wenn ihr mit CSS arbeitet, könntet ihr jetzt hingehen und hier zum Beispiel äh, Bubble minus 1, Bubble minus 2 und so weiter, sodass ihr jede einzelne Bubble ansprechen könnt. In SAS haben wir die Möglichkeit mit Loops zu arbeiten. Was heißt, wir sagen vor, machen eine Variable Bubble from 1 through 10. Das heißt, wir haben 10 mal die Klasse Bubble, also zehnmal mal dieses Element. Und wir wollen jetzt durch alle durchloopen. Was heißt, wir sagen, wir starten bei 1 und enden bei 10. Und das nächste, was wir machen, ist, wir ergänzen unsere Klasse. Was heißt, wir sind jetzt hier in unserer CSS-Klasse Bubble und wollen jetzt hier mit dem UND-Operator und Punkt äh, bzw. Doppelpunkt Nth Child unsere Klasse erweitern. was heißt, wir wollen jedem dieser Bubble Klassen eine weitere NTH Child Attribut Selektor quasi zuweisen, so dass wir jedem einzelnen Bubble Element unterschiedliche, also eine Größe zuweisen können und unterschiedliche Elemente, so dass wir nicht durch jedes einzelne Element durch müssen, sondern das alles hier in dieser Loop machen können. Und um das zu tun, sagen wir jetzt einfach ähm, Raute geschweifte Klammer auf geschweifte Klammer zu und sagen hier Bubble. Was heißt, wir sagen jetzt, oder diese Zeile beim ersten Durchlauf wäre First Child, beim zweiten Durchlauf wäre NTH Child 2, beim dritten Durchlauf NTH Child 3. Was heißt, wir gehen nach und nach jede einzelne Button durch und können jetzt hier beispielsweise uns eine weitere Variable erstellen, und zwar sagen wir Size. In unserem Fall sagen wir einfach 25 Pixel. Wir könnten das jetzt auch beispielsweise dynamisch generieren mit einem Random-Operator. Das machen wir jetzt bei Left. Und zwar sagen wir Klammer auf, Klammer zu. Random. Auf 90, was heißt irgendwie zwischen plus also 0 und 90 wollen wir eine random Zahl generieren? Wir wollen aber nicht bei 0 starten, sondern bei 10. Und zwar ist das wichtig, das zu verstehen. Wir wollen nicht direkt hier oben in der Ecke starten mit der Positionierung unserer einzelnen Bubbles, sondern hier, weil die ja eine gewisse Größe haben und wir nicht direkt vom Rand starten, weil wir nicht wollen, dass die hier über den Rand rüber gucken können. Das nächste, was wir machen, ist, wir sagen hier hinter plus Pixel, was heißt, wir wollen, dass das uns jetzt einen Pixelwert generiert. Anschließend sagen wir hier width und zwar sagen wir hier Size und wir sagen hier unten Height und sagen hier ebenfalls Size, weil unsere Höhe und Weite unserer einzelnen Bubbles muss quasi gleich groß sein. Das Ganze speichern wir jetzt einfach mal ab. Es passiert natürlich nichts, weil unsere Bubbles hier im Hintergrund liegen und das können wir uns ganz einfach mal anzeigen lassen, wenn wir hier statt unserem... Ähm, Grünton einfach mal rot nehmen und unseren Z-Index auskommentieren und jetzt seht ihr hier unsere Bubbles und jedes Mal, wenn ich abspeichere, seht ihr, positionieren die sich per Zufall neu. Was heißt, euer Effekt verändert sich mit jedem Mal, wo ihr eure CSS bzw. euer SAS-File kompiliert und neu abspeichert das brauchen wir das natürlich nicht mehr, was heißt, ich füge das mal wieder korrekt ein, so dass man das nicht mehr sieht. Und jetzt geht es los. Okay, wie animieren wir unseren Button überhaupt? Und das wiederum braucht jetzt eine zweite Vorloop und um das Ganze mal zu vereinfachen, nehme ich das jetzt einfach mal hier raus. Gehe hier runter, was heißt, wir machen jetzt eine weitere Vorloop und sage hier Keyframes und wir haben einen Namen und diesen Namen, der heißt Move und machen hier einen Bindestrich, Raute und geschweifte Klammer auf geschweifte Klammer zu und fügen hier wieder Bubbles ein. Was heißt, wir erstellen jetzt zehn verschiedene Animationen. Also, wir können jetzt diese Animation quasi überall verwenden und das unterschiedlich, weil wir erstellen hier später äh, Move minus 1, Move minus 2, Move minus 3, Move minus 4 und können die dann hier oben ansprechen. Was heißt, wir erstellen da unten unsere Animation, müssen aber hier oben unsere Animation hinterlegen und zwar als erstes sagen wir hier Move minus und dasselbe machen. Ups, dasselbe machen wieder da unten und zwar sagen wir jetzt hier wir wollen jetzt gerne diese Klasse also diese Animation in der für die erste Bubble verwenden und die zweite Animation für die zweite Bubble und so weiter und wir müssen jetzt hier noch weiter vorgehen und zwar haben wir jetzt hier hier unsere Namen vergeben, aber wir wollen auch noch die Geschwindigkeit abhängig davon machen, wie schnell also welches Element wir haben. Das heißt, wir sagen jetzt hier einfach das erste ist der Name unserer Animation, das zweite die Dauer unserer Animation und die wollen wir skalieren mit 0.02 für jede Bubble, was heißt, um so Älter die Bubble ist quasi, umso länger braucht sie. Und wir wollen bitte, dass das Ganze auch endlos läuft. Außerdem wollen wir mit Animation Delay das Ganze verzögern. Und das machen wir ebenfalls mit so einer kleinen Funktion hier unten. Was heißt, das fügen wir uns jetzt hier ein, allerdings ohne einen Standardwert, sondern wir wollen das einfach direkt mit 0,2 verzögern. Was heißt, jeder Button. Jede Bubble wird mit 0,2 Sekunden verzögert gestartet. Das heißt, sie starten nicht alle gleichzeitig, sondern erst die erste, dann die zweite, dann die dritte, dann die vierte, dann die fünfte und dann die sechste. Und da wir das Ganze mit Left und Random zuweisen, kann es halt sein, dass die, also die erste Bubble hier hinten startet, die letzte Bubble hier vorne und so weiter. Das heißt, das verändert sich jedes Mal. Aber wir haben hier noch keine Animation. Wir starten hier zwar bei 0 und enden bei 100, aber wir haben noch keine Attribute, die wir in irgendeiner Form animieren. Und das müssen wir jetzt machen. Und zwar nicht nur. Für 0 und 100, sondern auch für 0 und 99 und hier unten für 100. Und zwar das erste, was wir machen, ist, wir sagen, okay, transform, ähm, dann translate und wir starten wie bei jeder Animation bei 0,0. Das Ganze kopieren wir uns jetzt mit Steuerung L und fügen das hier unten mal ein. Und sagen hier minus 0 ist richtig. Und hier wollen wir gerne nach oben hin unsere Bubbles raus animieren. Deswegen sagen wir Minus Klammer auf Klammer zu, Random Klammer auf Klammer zu und wie gerade eben sagen wir eine Zahl, was heißt von 0 bis 80 suchen wir uns jetzt einen Random-Wert. Wir wollen aber nicht bei 0 starten, sondern bei 50. Also einen Wert zwischen 50 und 80 wollen wir haben und wir wollen das ganze als Pixel generieren. Das ganze funktioniert super und können wir so lassen. Wenn ich jetzt hier unten muss ich natürlich das ganze wieder auf 0 setzen. Was heißt, das wird später so funktionieren, dass unsere Bubble hier startet, dann nach oben geht, hier oben bei 99% der Animation quasi ihr Ziel erreicht und dann sofort quasi wieder nach unten springt und durch den Effekt, den wir später verwenden, wird man diesen Sprung nicht mehr sehen. Das heißt, das ganze speichern wir jetzt ab. Und in dem Moment sollte jetzt eigentlich etwas passieren. Warum passiert nichts? Doch hier, man sieht, unsere Bubbles gehen nach oben. Das funktioniert wunderbar. Wir müssen nur das hier einmal auskommentieren. Und jetzt müssten wir unsere Bubbles sehen, wie sie nach oben steigen. Und das funktioniert, wie gesagt, super. Aber ihr seht hier diesen Sprung am Ende. Die hüpfen direkt nach unten. Und zwar können wir das Ganze ziemlich einfach beheben, indem wir hier sagen Opacity und sagen hier einfach 0. Was heißt, wir animieren das Ganze hoch und es verschwindet jetzt so langsam. Wie ihr das hier seht, das ist für uns überhaupt kein Problem. Man sieht aber jetzt diesen Hüpfer nach unten nicht mehr. Was heißt, die poppen hier unten quasi einfach auf und verschwinden nach oben ins Nichts. Und das funktioniert für uns super. Jetzt müssen wir so nur noch wieder mit Z-Index nach hinten blenden und wir können weitermachen. Und zwar weitermachen wir jetzt mit HTML. Und hier müssen wir einiges hinzuschreiben. Und zwar kopiere ich ein bisschen was zusammen, damit wir einfach ein bisschen Zeit sparen können. Und zwar als erstes brauchen wir ein SVG-Element. Dieses SVG-Element braucht einmal einen Standard und so wie eine äh, eine Version. Das ist ganz wichtig, dass wir das definieren. Das nächste, was wir machen ist, wir brauchen ein sogenanntes Devs Element, das ist sowas wie ein Ordner, wo ihr SVG Elemente, sowas wie Formen, aber auch Filter und sowas hinterlegen könnt, die ihr in euer Runtime während der Seite benutzen könnt, auf die ihr zugreifen könnt. Wenn wir das Ganze jetzt hier aber abspeichern, seht ihr hier, dass unser Button gleich, wenn ich hier irgendwas reinschreibe, nach links rüber springt. Deswegen habe ich hier gerade eben schon SVG-Grafik mit Display None hinterlegt, sodass das weg ist. Wenn ich das auskommentiere und abspeichere, seht ihr, es hüpft so rüber. Deswegen müsst ihr ähm, das SVG-Element, was ihr hier hinterlegt, in irgendeiner Form ausblenden. Sinnvoll wäre es wahrscheinlich, hier sowas zu verwenden wie äh, Filter. Was heißt, wir geben unserem SVG-Element eine Klasse mit und sagen, alle SVG-Elemente. Die die Klasse Filter besitzen, sollen mit Display None ausgeblendet werden, falls ihr zum Beispiel irgendwo anders auf der Seite noch SVG-Elemente besitzt, die ihr natürlich nutzen wollt. Aber weiter im Text und zwar haben wir hier unser Element. In unserem Fall wollen wir jetzt einen Filter erstellen. Das heißt, wir sagen hier ein Filter-Element mit der Klasse GUI. Und das Coole ist, wir können in CSS unseren Button mit einem Filter belegen. Das heißt, wir können jetzt hier sagen, Filter Doppelpunkt URL, sagen, wir wollen einen String übergeben und hier eine ID mit der mit dem Namen GUI. Das heißt, in unserem Fall habe ich jetzt hier unser Filter, unseren SVG-Filter auf einen HTML-Button angewendet. Das heißt, wir sehen jetzt hier nämlich unsere Bubbles wieder, weil das ganze Ding jetzt vom Browser als quasi SVG-Grafik interpretiert wird. Und das ist ziemlich cool. Das nächste, was wir jetzt brauchen, ist drei Sachen. Wir haben jetzt hier Step 1, wir wollen das Ganze blurren. Step 2, wir wollen den Kontrast äh, erweitern. Und Schritt 3, wir wollen das Ganze zusammenfügen. Und wir haben in der Vergangenheit schon öfter was mit Blur gemacht und diese Filter gebaut. In, ich werde es jetzt trotzdem noch ein bisschen genauer erklären. Und zwar als erstes brauchen wir eine gaussische Funktion, das machen wir bei SVG-Grafiken mit fe-gaussian-blur, also mit diesem Element und hier erwartet diese Funktion, ihr müsst euch das wie eine JavaScript-Funktion vorstellen quasi, ein Input und zwar unsere Source-Graphic, das hier ist ein Standardwert, mit dem ihr quasi die Source-Graphic von der auf auch immer der Filter angewendet wird, weitergegeben wird. Das nächste ist unsere Standardabweichung, das ist 5, was heißt, wie stark soll das Ganze geblurrt werden und das Result, also die Variable, die uns unsere Funktion quasi returnt, wie in JavaScript auch, nennen wir einfach Blur. Was heißt, das hier könnt ihr nennen, wie ihr wollt. In unserem Fall habe ich einfach Blur gesagt, weil es ja quasi ein geblurrtes Element ist. Das nächste ist, wir wollen den Kontrast hochdrehen. Das können wir mit unserer Color Matrix, auch wieder eine Funktion. Hier sagen wir unsere Funktion erwartet den Output unserer ersten Funktion als Input. Wir sagen, das Ganze ist eine Matrix und hier seht ihr schon die Matrix und zwar haben wir einen ersten Wert, hier einen zweiten Wert, hier einen dritten Wert und hier einen vierten Wert unserer Matrix. Also wir haben eine äh, 4x5 Matrix und die erste Spalte ist rot, grün, blau und hier hinten haben wir im Prinzip die Kontrast bzw. Transparenzwerte und mit diesen Werten hier oben mit diesen drei Einsen Sagen wir quasi, dass wir die Farben überhaupt nicht anpassen wollen. Was heißt, wir wollen die Farben unserer Source Graphic überhaupt nicht verändern. Die sollen genau so bleiben, wie sie sind. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel sagen wollen, wir nehmen einfach mal diese Farbe raus, dann seht ihr, dass die Farbe sich verändert, weil wir unseren Farbarray quasi komplett anpassen. Was wir hier unten aber machen ist, wir multiplizieren unseren Kontrast. Was heißt, wie ihr hier seht, haben wir jetzt unseren Kontrast multipliziert und das Ganze sieht jetzt einmal geblört aus plus ein Kontrast. Wenn ich diese Spalte jetzt einfach mal wieder zurückgängig mache, so dass wir nur eine haben und das ganze mal auskommentiere und abspeichere, sehen wir, alles ist geblört. In dem Moment, wenn ich das ganze hier einkommentiere, sehen wir, das ganze hat jetzt einen richtig hohen Kontrast und wir haben hier schon den Text, den wir also den Effekt, den wir vorher hatten. Allerdings seht ihr auch hm, irgendwie kann ich unseren Text nicht mehr lesen. Und das ist überhaupt kein Problem, weil auch diese Funktion gibt uns ein Result. Und zwar habe ich den High Contrast Graphic genannt. Und das Nächste, was wir machen, ist, wir fügen das Ganze einfach nur noch zusammen. Und zwar fügen wir das Ganze zusammen mit dieser wunderbaren Funktion. Und ich lösche mal eben unsere Texte hier raus, weil das wird uns sonst später Fehler rausspucken. Und mache hier auch so ein Slash. Und in dem Moment ist das Ganze wieder sichtbar, aber ihr seht jetzt auch dass die Ursprungsgrafik weiterhin sichtbar ist. Was heißt, ihr seht hier lustigerweise diesen Effekt ähm, der GUI, also dieses ähm, ja, Verlaufsartige. Ihr seht, man sieht immer noch den Button im Hintergrund. Und das wollen wir nicht. Wir wollen quasi alles wegkatten, was nicht aus unserer Color Matrix rausgespuckt wird. Was heißt, was nicht High Contrast Graphic ist. Und das Ganze können wir mit einem Operator, sagen wir einfach Operator, gleich. Und hier sagen wir A Top. Das ist einfach ein Filter wie ein Cut, wie so ein Messer, was um unseren GUI-Effekt rumschneidet. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, haben wir hier unseren Button. Und ihr seht hier, man sieht nur noch diesen Gummi-Effekt. Und jedes Mal, wenn ich jetzt unsere SS-SAS-Datei ähm, speichere, kriegen wir hier eine neue Gummigrafik, weil das hier unten durchgeführt wird. Und wenn wir das hier jetzt einfach mal abspeichern, seht ihr gleich, wir haben eine neue Animation. Und ich kann nur jedem empfehlen, dass wenn ihr diesen Effekt verwendet, das Ganze einfach ein bisschen auszuprobieren, bis ihr eine Animation habt, die perfekt passt, wo ihr sagt Hey, das ist super, das sieht richtig schön aus, die nehme ich jetzt und dann könnt ihr das später quasi final exportieren und äh, wegschicken und wirklich nutzen. Ansonsten würden mich jedes Mal, wenn ihr das compiled, wird hier ein neuer Effekt zu sehen sein. Und das Ganze funktioniert wie gesagt komplett mit SVG Grafiken, was heißt theoretisch könnte man das hier auch wunderbar. Ähm, ja. Einfach überall importieren und wir können hier 20 Buttons haben auf der Seite und jeder dieser 20 Buttons hätte diese Animation und ich finde persönlich, sie ist richtig, richtig gut und ich habe sie noch nirgendwo gesehen beziehungsweise noch nirgendwo in dieser Form auf einer Webseite und das ist definitiv ein Eye-catcher, wenn jemand auf eure Seite geht. Man muss es natürlich ein bisschen passend einbauen, aber grundsätzlich finde ich das einen sehr, sehr, sehr coolen Effekt. So, das war's für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr jede Menge Social-Netzwerke: Twitter, Instagram, Facebook und so weiter. Schaut vorbei, sagt Hallo. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen wollt, findet ihr dort auch Amazon Affiliate, wo ihr diesen Channel etwas supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.